Grüß Sie zu einer neuen Ausgabe der Wochenwettershow für den Höhepunkt Tirols, das Ötztal. In den nächsten 7 Tagen geht's hochsommerlich weiter. Nur vorübergehend sind Schauer und Gewitter unterwegs, mit denen es mal ein paar Grad zumindest abkühlt. Und eine solche Abkühlung gab es zu Wochenbeginn. Wir sehen hier eindrucksvoll auf der Livecam Sölden, wie sich da Schauer und Gewitter zusammenbrauen. Und dann hat es eben mal um gut 10, 15 Grad abgekühlt. Aber genauso schnell geht es jetzt wieder hoch. Mit subtropischer Luft aus dem Mittelmeer steigen die Temperaturen am Dienstag wieder über die 30-Grad-Marke. Und nur hier in den höheren Lagen rund um Obergurgl sind es nur 22 Grad. Aber es wird sehr schwül. Und weitere Schauer und Gewitter folgen dann spätestens in der Nacht auf den Mittwoch und auch am Mittwoch tagsüber. Auch das ist nur vorübergehend eine Geschichte, die uns beschäftigen wird. Die Achterbahnfahrt geht weiter. Wir haben dann wieder moderates Sommerwetter am Donnerstag und am Freitag mit Sonnenschein, mit ein paar harmlosen Quellwolken. Mehr Sonnenschein am Freitag als am Donnerstag und angenehme Temperaturen ohne Schwüle bis zu 24 Grad talabwärts. Jetzt habe ich einen besonderen Tipp für Musikfans und Tanzwütige. Das Ötztal Open Air am Samstag, am 11. Juli. Der Einlass ist ab 18 Uhr am Badesee in Umhausen. Ab 20 Uhr geht es dann richtig los. Heuer sorgen Nick P. und Band für einen stimmungsvollen Abend. Der Preis für ein Ticket beträgt 23 Euro und Kinder bis einschließlich 6 Jahren sind gratis. Für Sie jetzt gratis die Aussichten für das kommende Wochenende. Das sieht gemischt aus. Am Sonntag gibt es Schauer und Gewitter. Der Samstag ist der stabilere, der heißeste Tag mit bis zu 30 Grad. Und am Montag wieder freundlicher, aber nicht mehr ganz so heiß. Eigentlich erträglich mit maximal 23 Grad unten im Tal. Am Sonntag, dem 12. Juli, findet in der Almenregion Hochötz zum 7. Mal ein großes Alphorntreffen statt. Zunächst wird um 10.30 Uhr ein Berggottesdienst gefeiert. Danach sorgen diverse Gruppen und Musikanten auf allen Hütten und im Panorama-Restaurant Hochötz für Stimmung und Unterhaltung. Höhepunkt ist um 15 Uhr ein gemeinsamer Auftritt von über 60 Alphornbläsern. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. So, und das war's mit der Wettershow für diese Woche. Ich wünsche Ihnen schöne, sommerliche und vor allem erlebnisreiche Tage. Genießen Sie die Zeit bei uns im Ötztal. Bis bald mal wieder. Servus.